Wir kommen zur umfangreichsten Aufgabe bei den Wiederholungsübungen, und zwar ein Programm, das verschiedene Pizzastücke zeichnen soll. Wir fangen mit dem ersten Mal an. Wir brauchen hier sicher mal eine Turtle. So, ein orangefarbenes Stück Pizza soll gezeichnet werden und der Benutzer wird gefragt, wie viel Grad das Pizzastück sein soll. Fangen wir mal damit an, dass wir nach dem Winkel fragen. Und wieder, der Winkel könnte vielleicht nicht unbedingt eine genaue Winkelzahl sein. Und jetzt soll dieses Stück gezeichnet werden. Das heißt, wir werden eine gewisse Länge nach vorne gehen, sagen wir 200 Pixel. Dann drehen wir uns um 90 Grad nach rechts. Dann schreiben wir einen Kreisbogen, also der nach rechts gekrümmt ist. Und zwar mit dem Radius 200 Pixel, ja, und mit dem Winkel, den wir angegeben haben. Und sobald wir den Kreisbogen fertig sind, drehen wir uns nochmal 90 Grad nach rechts und gehen noch einmal 200 Pixel nach vorne. Mal schauen, was das macht. Ah. Ja, sagen wir mal, wir wollen 70 Grad. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Soll natürlich noch gefüllt sein. Also brauchen wir hier vorne ein Start Path und am Ende ein Path und davor brauchen wir ein Set Fill Color Orange und die Turtle selbst müssen wir auch nicht sehen. Jetzt probieren wir mal mit 120 Grad, scheint sehr gut zu funktionieren. Dann schreibe das Programm so um, dass es eine Funktion zeichnet Pizzastück mit Winkel und Farbe enthält, wobei Winkel der Sektorwinkel und Farbe die Füllfarbe des Stücks ist. Also, das werden diese Teile hier sein. Die rücken wir also mal ein. Und die kommen in eine Funktion zeichne Pizzastück. Und ein Winkel und eine Farbe werden als Argumente verwendet. Die Farbe wird der Funktion setColor gegeben und der Winkel wird hier weitergegeben. Und das ist hier eigentlich die Funktion einer Funktion. Es gehört also eigentlich nicht direkt ins Hauptprogramm, sondern das Hauptprogramm fängt hier unten an. Und dann würde ich auch diese Variable hier nicht Winkel nennen, sondern ja, vielleicht Alpha. Und dann rufen wir die Funktion zeichnePizzaStück auf mit dem Wert von Alpha und der Farbe Orange. Und es sollte noch genauso funktionieren wie vorhin. 90 Grad. Oh, ich habe mich vertippt. 90 Grad. Aber es könnte natürlich auch ein rotes Stück Pizza sein, das nur 1 Grad groß ist. Etwas merkwürdig, dass dieses Pizzastück unten geöffnet, nach unten geöffnet ist. Probieren wir das nochmal mit 10 Grad. Ja, diesmal scheint es richtig zu sein. Aber irgendwie mit kleinen Winkeln hat er ein kleines Problem. 5 Grad sieht noch gut aus. 3 Grad sieht nicht gut aus. 4 Grad sieht noch gut aus. Merkwürdig. Sehe ich jetzt auch nicht genau warum. Gut, wir wollen ja nicht so kleine Stückchen zeichnen, sondern hier eine, vielleicht so etwas hier. Die Anzahl der Stücken wird vom Benutzer gewählt und wurde eine ungerade Anzahl angegeben, dann wird eine Fehlermeldung angegeben. Bei einer geraden Anzahl soll er seine, die Pizzastücke in alternierenden Farben zeichnen. Okay, also nicht mehr dieser Teil, sondern im Hauptprogramm fragen wir nach der Anzahl Stücken. Und das wird eine ganze Zahl sein. Und dann, ja, wiederholen wir, wie oft Anzahl Stücken. Jetzt wird ja
Jetzt kann man es auf verschiedene Arten machen. Wir können mit einer If-Konstruktion sagen, wenn, also eine Zahl, die da durchläuft, bei irgendwie 0 losgeht, innerhalb der Schleife dann plus gleich um 1 erhöht wird und dann je nachdem, ob wir gerade eine gerade oder eine ungerade Zahl haben, zeichnet er in Rot oder in Grün. Das ist vielleicht die kompliziertere Art, das zu machen, aber machen wir erstmal das. Wir brauchen natürlich auch einen Winkel. Anzahl Stücken. Ja, Winkel oder Alpha. Das heißt, wir sagen hier, wenn i gerade ist, das heißt Division durch 2 Nullen ergibt, sollen wir das rot zeichnen und wenn nicht, dann werden wir eine ungerade Zahl haben. Soll ein Pizzastück zeichnen, das grün ist. Und auf jeden Fall soll er i um 1 erhöhen. Und das ist es, glaube ich, schon. Wir wollen 10 Pizzastücken. Und wir sollten das nicht vertippen. Zeichne Pizzastück. I. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir nach dem Zeichnen des ersten Pizzastücks nicht richtig gedreht sind. Schauen wir uns das mal im Debugger an.